Englisch oder Deutsch, ich denke, Anton wird das verstehen. Bordsteine, genau. Schweden ist sicher genauso beliebt wie in Deutschland, das ist Sportart Nummer 1, 2 in Schweden. Und in Schweden kommen richtig viele gute Spieler. Ja, vorher war es Gjörsland mehr beliebt als das Beutland. Zuerst ist das Gjörsland das Sport in Deutschland. Meistens zweimal pro Tag und jede Einheit so 2-3 Stunden. Meistens, ja. Und dann auf das Spiel am Wochenende, jetzt Bundesliga am Sonntag und manchmal Champions League. Ich spiele dann auch internationale Turnieren. Ganz viele Spiele. Mal pro Woche. Mindestens 3, 4, von mir im Anfang weniger. Depends, wie viele Spiele und wie viele Turniere wir haben. Also wie wir können ruhiger spielen, können wir mehr machen. Physical und Kondition. Ich habe am Donnerstagabend ein Einzel angeschaut im Champions League. Und wie wichtig war für dich die, die Einstellung vom Trainer in den Satzpausen, dass der dich da verbessert hat oder gesagt hat, so und so spielen oder? Kann immer wichtig sein, aber ist normalerweise nicht so entscheidend. Nicht so entscheidend. Nein, normalerweise ist ja. Ich glaube, es der Spiel. Wahrscheinlich auch wie eng das Spiel gegen den Gegner ist, oder? Also wenn du vorne liegst, dann wird der Trainer nicht mehr so viel sagen müssen, wie wenn du hinten liegst. Ja. Ach, ja. Ich habe keine Ahnung. Das reicht dann ja auch als Info. Wie you special mental techniques for being a unit of mind and body? I have a mental coach that I'm working with, but it's not too difficult. We're making it quite simple. To have the good thoughts in the head and not try to think too much and make it too much in the head at the same time, because I had these problems before a little bit during matches that I maybe fighting with myself a little bit, like I should do like this, and then the different thoughts are coming and I'm like fighting against it. So now lately finding a way to work on it and to feel more relaxed, more confident. Oder Schwedisch. Schwedisch. Für uns schon. Ist Deutsch eine schwere Sprache für dich? Ein bisschen, aber es gibt ganz viele Wörter, dass es das gleiche ist von Schweden und Deutsch. Ich finde es ein bisschen schwer. Ja.
Einmal gefragt in Deutsch, was ist das jetzt? Die, der, das? Und dann denke ich so, oh. Regarding mental training, did you receive some tips from Timo Boll? Because he told that he has some kind of mantras he tells himself every time he picks up the ball from the barrier behind him to cool down. This I didn't know actually. Okay. He had, I of course, want to ask him and learn from him because he's just so great, but I feel like from him it's coming so natural to him. So it's hard for other people to take the things that he's doing, because what he's doing is just like, I don't know, comes natural to him, he doesn't need to think about it. Mm-hmm. He's not feeling, he's just like this, and it's not that difficult. Okay. But for other players and people, it might be very, very difficult. Okay. He uploaded a video about it on his web coach blog, okay. So maybe you should also check it out. Yeah, maybe. Maybe I've seen it. I remember I saw one video about it, and it was quite good, quite interesting. Wann macht man oder wann machst du Dehnungsübungen nach dem Training oder vor dem Training? Also Dehnung, Stretching. Stretching. Manchmal vor, manchmal nachher. Okay. Ich weiß. Auch dann ein Stretching machen. Mhm. Das bewegt mich ja. Ja. Nicht so viel. Mhm. I'm also interested in equipment. Dimitri Rodrov told the people that with the new water-based glue, he replaces his blades much more quicker than before. Because he gets... Dimitri Rodrov told some people that he replaces his blades much quicker than before because the water-based glue gets softer over time. How often do you switch your blades, or do you know if other people, other pros switch their blades much more often than before? I don't think many players change more often than Otto does. Okay. It is a bit extreme, like in that way. But I would say like every year you change your blade. If you're playing with carbon, mm-hmm. playing with a tree blade, then normally it's not necessary to change, because then okay. you can actually get better over time. Better. But the carbon then loses the speed. Stiffness. Yeah. Okay, cool. Interesting. Das kann ich mal übersetzen. Nachher. Ja. I became a pro when I first moved to Germany. I was living in Sweden until I was 16, 17. And I felt like I wanted to try something new. And I got an opportunity to go to Oxenhausen and live there. And to play the second league in Almaty. So that's when I quit the school in Sweden without finishing the high school. So that's when I kind of went professional. Not for telling you that the stuff that I wanted to play. How old are you now? I am 21. 22 this year. Und ja, jetzt
Filiale Seiten? Wie erlebt alle? Dann ist Winter vielleicht ein halbes Jahr und dann Sommer nur ein paar Wochen. Nee, ich meine hier Karneval. Karneval, ach so. Wir haben kein Karneval in Schweden. Jetzt gibt es nicht. Aber wie ist das für dich hier? Das ist auch alle Kacke. Nein, wir haben keine Ahnung, was ich anfange. Was ist der größte Unterschied zwischen Deutschland und Schweden? Der Kultur. Das Essen ist ein bisschen, aber sonst ist es nicht so extrem. Wer ist dein Vorbild? Ich habe kein Vorbild, so ich gucke gerne auf viele Spieler. Gerne den Malone, ich mag seine Spiele sehr, sehr viel. Dann habe ich ein Team in der Mannschaft. Ich gucke mir alleine so viel, dass ich kann. Aber Junge war, vielleicht Waldner und Persson, kein Vorbild, wenn ich angefangen habe. Wer steht am lautesten in der Trainingshalle? Omar Asad. Omar oder Dimitri Obcharov. How did you come up with your somewhat unusual surf movement? Yeah, that's a good question. I don't know. Just by accident or? Just my coach told me to try some new surf, like to find something new. Uh-huh. When was this? And then this was like 15, okay. I think. But then back then it looked totally different. And then it so I looked all the time, and then suddenly now it looks like this. Okay. I've never seen. No? It looks like this. So it's just a very big movement before that might seem like unnecessary and uncomfortable, but for me it feels natural and it doesn't feel like a big deal, but people seem to be thinking that it is. Okay, show us some.